Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Rocco zwei Pakete aus. Zweimal Güterwagen. Jetzt weiß ich nur nicht, weil die Pakete fast gleich aussehen, welche Wagen jetzt halt wo drinne sind. Also muss ich erstmal nachschauen. Es sind auf jeden Fall Gelenktaschenwagen. Vier Stück insgesamt. Ja. Aha. So, okay. Also es sind auf jeden Fall vier Gelenktaschenwagen. So, hier einmal mit der Artikelnummer 77394. Ja. Wir packen erstmal alle beide aus. Das sind beides die gleichen. Auch wieder eine mit 394. So. Das ist das erste Paket erstmal. Ja, das ist der Gelenktaschenwagen des Typs T300E. Oder T3000E. Ja, von Rocco. Ja, das sind zwei Megatrader, glaube ich, nennt man die. Boah, Digga, warum kriege ich das jetzt nicht raus? Boah, nee, warum? Was ist denn da los? Ah, jetzt hat's. So. Nehmen wir erstmal die eine Packung weg. Ich glaube, in diesem Video mache ich immer nur einen Teil, weil das sind genau die identischen Wagen. Kann man schon sagen. Ah, hier ist noch ein Tesafilm dran. So. Also erstmal die so etwas aufpassen, da sind ein paar Sachen, die. Also, das ist erstmal ein ja, LKW-Auflieger. Die da auf den Wagen drauf sind. Das ist der zweite. Was ist mit den Achsen los? Jetzt. Genau identisch.
So. Hier sind noch Zurüstteile. Gibt es relativ viele. Die ganze Seite ist voller Zurüstteile. Und uns ja wahrscheinlich auch noch für die LKWs, also Auflieger, LKW-Auflieger sind das, glaube ich, ja. Hier noch Reifensätze und. Lichter. Könnte man alles noch dran tun, ist natürlich nur Deko. So. Das ist einmal. Der Wagen ist etwas schwierig zu zeigen. Weil das zwei Wagen sind. War gut, beweglich. Hoppa. Stellen wir doch gleich mal aufs Gleis. So, dann sind die schon mal weg. Kann man die doch gleich auch schon mal hier irgendwie auf den Aufleger drauf tun. Wie die auch immer jetzt hat gehören, keine Ahnung. Ich glaube, die gehören so, oder? Ich habe keine Ahnung, das muss ich mir noch anschauen. Wie die da jetzt drauf gehören. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. So. Dann machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Paket. So. Das ist. Ja, das sind nochmal zwei Wagen. Mit der Artikelnummer 77394. Mal sehen, wie man das rauskriegt. Ah ja. So, genau von denen packe ich auch immer nur einen aus. Hier Kruba Logistik ist keine Placement, kein Placement, irgendwie sowas. Ja. Haben natürlich alle Kupplungsschächte drin. Ich glaube, wir würden gar keine Züge, gar keine Waggons, gar keine Loks mehr kaufen, die keinen Kupplungsschacht haben. So. Ich glaube, hier habe ich was falsch gemacht bei dem Wagen hier. Aber hier. Ja, schauen die sich nicht gegenseitig an. Ist der da irgendwie so hin? Der ist schon so richtig da. Keine Ahnung, wie die das gedacht haben. Das so richtig ist. Keine Ahnung, muss ich da noch weiterschauen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Paket.
Keine Ahnung, was mit den Reifen los ist. Nein. So. So. Ja, und jetzt da sind auch wieder sind ja wahrscheinlich die gleichen Zusatzteile. So. Sind aus Metall, also nicht die LKWs, sondern der Auflieger. Ja. Schieben wir die auch mal aufs Gleis. So, die schauen sich nicht an. Ah. So sehen die jetzt halt gerade aus, zusammengekuppelt. Also ich weiß nicht, ob das so richtig ist bis jetzt. Halt. Muss man einfach mal schauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Ja. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und im Fahrvideo sehr wahrscheinlich von diesen vier Wagen. Und dann ciao.